Die Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln? Carsten, in jungen Jahren zweimal Meister und Pokalsieger in der Heimatstadt zu werden. Keiner von uns hat eine Vorstellung, wie das ist. Erzähl es uns. Ja, ist natürlich was ganz Großes, vor allem wenn man als kleiner Junge da als Fan dabei gestanden war, wie die ersten zwei Meisterschaften gewonnen wurden. Und dann Stehplatztribüne? Ja, genau, richtig. Stehplatztribüne haben wir durch unseren Kooperationspartner bekommen. Wie gesagt, da war ich dann dabei, habe da die zwei Meisterschaften eigentlich als Fan betrachtet. Und jetzt halt in der Rolle zu sein, das selber auf dem Parkett zu stehen, für die eigene Stadt, für die Heimatstadt zu kämpfen, die Titel zu holen, ist natürlich was sehr Besonderes. Und dann, ja, wie gesagt, die Meisterschaftsfeiern dann natürlich auch vor den ganzen Fans ist natürlich unbeschreiblich. Wie hat deine Familie das aufgenommen? Haben Sie mal erzählt, den Moment, wo die erste Meisterschaft dann feststand, die saßen wahrscheinlich im Publikum. Was hat der Papa gesagt? Ja, er ist natürlich ganz stolz, weil mein Papa verfolgt es jedes Mal. Er ist jedes Mal in der Halle, probiert auch immer zu den Auswärtsspielen mitzufahren, wenn es nicht zu weit weg ist. Er ist so wie ein kleiner Beobachter von mir. Wir besprechen jedes Spiel nach und da ist natürlich ein Papa sehr stolz. Er hat immer noch Ratschläge? Naja, klar, auf jeden Fall. Er spielt ja selber Basketball und weiß immer irgendwas, was er zu kritisieren weiß. Wie gesagt, sehr stolz auf den kleinen Sohn und freut sich natürlich sehr. Du hast dieses Image vom Kettenhund im Bamberger Kader. Kannst du dich damit gut identifizieren? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich komme von der Bank, probiere ganz viel Energie von der Bank der Mannschaft zu geben. Defensiv speziell da noch einen kleinen Push zu geben, damit die Jungs dann auch noch richtig eingestellt werden. Und das ist momentan meine Rolle. Ich will natürlich dann in die Zukunft irgendwann blicken und vielleicht mal diese Rolle verlieren und auch in anderen Rollen meine Karriere fortführen. Die Liga ist stärker geworden, aber siehst du eine Mannschaft bis jetzt, die euch in einer Serie schlagen kann? Ah, ist natürlich schwer. Ich meine, wenn wir das Heimrecht haben, haben wir dann natürlich die ganzen Fans im Rücken. Aber ich meine, Ulm spielt momentan eine sehr starke Saison. Ich denke, Bayern kommt nochmal. Berlin ist sehr stark und auf die Mannschaft. Siehst du eine Mannschaft, die euch in einer Serie schlagen kann? Es reicht eine Antwort mit einem Wort. Nein, momentan nicht, nein. Dankeschön. Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?